Kahn, du musst mal wieder abhauen. Geht ja schon gut los hier. Ja, den möchte ich deleten. Ich wollte eigentlich auf den Kuli drauf. Natürlich doch. Du bist aber noch Oranje. Ja, wollte sagen. Halt, da war Attack Hostile Fractions? No. Ach so, hier kannst du dann eben bestimmen, ob er verfeindete Fraktionen eben angreifen soll oder eben verteidigen soll. Auch Fraktionen Members, also eigene Mitglieder der Fraktion, ja. Falls die angegriffen werden, das kannst du hier bestimmen. Oranje sollte aber einen schwarzen Text haben, aber der sieht da auch so komisch verbuggt aus drauf. Immer so und ja, ist nicht besser, Kudit. Nur hast du den Hintergrund so und den schwarzen, also Namen schwarz. Genau das funktioniert, dann weiß ich nicht, da steige ich nicht hinter, ey. Name Oranje, wir werden mal vielleicht weiß nehmen, vielleicht weiß. Was ist weiß hier oben, da macht er gar nichts mehr, F2 und ist hier hinten, nee, nur F, okay. Nur F. Da nimmt er wieder nicht, der Schlingel. Ist aber weiß. Dann nehme ich mal hier White. Als Übersicht. Der Übersichtshalber dann eben. So gut, White ist umgetragen. Points. Ja, da weiß ich nicht, was das sein soll. Vielleicht ist es so, dass du dann eben Punkte verdienen kannst, indem du feindliche Fraktionen bekämpfst oder so. Keine Ahnung. So, Attack by Mobs. Mobs? No? Da ist also die normalen Minecraft-Monster können den Kudit nichts anhaben. Denke mal, das soll heißen. So, Kudit, aber dein Name, der ist immer noch so. Und du hast jetzt sogar irgendwie auch einen komischen einen Rahmen abbekommen. Alter Lympergi. Vielleicht nehme ich mal ihm hier woanders rein. Vielleicht aggressive mal. Kudit, zeig mal her. Da bist du rot. Greifst mir aber nicht an, alter Tod. Ist ja gut. Ich glaube, der ist doch nicht so gut unterwegs, der Kudit. So. Zack. Wo bist du? Da bist du. Und hast du wieder nie übernommen? Nee, weil ich verkehrt war, ne, Kudit? So, geht mal hier neutral. Neutralen Kudit. Der ist dann gelb, aber ich krieg den Rahmen dahinter nicht raus. Ich denke mal, hängt damit zusammen, dass ich eben, oder ich mach mal einen neuen Kudi. Mal gucken, ob das dann hinhaut. Weil der hat ja nun gelb als Rahmen. Und wenn ich jetzt einen Kudi, einen kleinen draus mache, vielleicht haut er dann hin. Vielleicht ist es ja so. Wo können wir das machen noch gleich? Hier beim Model natürlich. Beim Model. Und da sage ich Entity und da sagen wir mal wieder Ocelot. So, aber wir wollen dich natürlich wieder klein haben. Später dann bestimmt mal groß werden, Kudit. Nach einiger Zeit, dann kommt er auch schon raus, der Kudit, und muss erstmal labert er so gleich mit dem anderen Kudit. Ja. Ist das putzig. Oder machen wir uns zwei? Na gut, dann eher den Tod. So lassen, ohne diesen schwarzen Rahmen und dann mache ich mir hinterher noch einen zweiten. Also löscht den ersten, der Übersicht halber dann eben, dass man Tod immer schön erkennen kann, egal wo er hier rumspeigt. Ist ja halt alles nur ein Ding der Shader, die damit nicht so richtig klarkommen. Hast du keine Shader, dann sollte das kein Thema sein. Dann sollte das nicht so groß rumspacken da mit einem Rahmen und so. So, gut, hier bin ich fertig, Kudit, und dann nenne ich dich mal eben hier auch mit 6 O's. So, sind das 6? Ja, das sind 6. Und hier können wir sogar noch kleiner machen, den Kudi. Ich werde mal auf Größe 4 machen. Ist mir auch nicht aufgefallen zuvor. Was war noch? Hier 200 natürlich. Respawn added.
kann er machen. Melee Options. Reicht so aus. Der soll ja nicht überstark werden, dass ich hier tatsächlich mal irgendwie was vergeige in den Einstellungen. Der verpasst mir eine und ich instant tot bin. Mal einen kurzen Hieb. Das lasse ich mal jetzt so. So, Ranged Resistance hatte ich ausgewählt. Nee, nicht hier. Immune to Fire hatte ich gesagt ja, no und yes. Kann er trinken? Nein. Fallschaden soll er auch keinen haben. No Fall Damage. Dann machen wir ja, weil kein Fallschaden schon dasteht. Und Spinnenweben. Da sagen wir auch ja. So, wo war denn Movement? Hier. Unfound Enemy. Da hatte ich, glaube ich, hier auch Nothing zu stehen gehabt. Vermeidet Wasser. Hatte ich das eingestellt gehabt? Er kann von mir aus da hinten im Teich schön planschen gehen. Das stört mich ja nicht. Wenn er nicht ertrinken kann und wenn er schwimmen kann, steht ja hier, can swim, kann er also. Kannst du öffnen die Türen natürlich wieder. Und von Dunkelheit dann eben da drinnen kommen. Must see target, attack, invisible, no movement, da war ich gewesen. Du kannst ruhig rumherwandern. Und ich gebe dir mal ein bisschen was mehr, weil 30 Blöcke... Ich glaube, sind auch nicht sonderlich viel. Vielleicht 50. Vielleicht 50 testhalber. With NPCs kannst du machen. Animationen normal, Sneaking, Aiming. Ich glaube, da hatte ich auch nach der letzten Aufnahme mal nachgeguckt. Das hier hat keine Auswirkung auf Ocelots, sondern auf normale Charaktere, eben wie Humans, Menschen dann in dem Falle oder so. Da spielt er dann schon eher eine Rolle. Die können dann eben halt auch tanzen oder schleichen oder so. Auf Ocelots, die haben immer normal, glaube. So, Move Speed, du kannst ruhig so bleiben oder sollen wir schnell machen, den kleinen Spiener? Wir können ja mal auf 7 hochstellen. Ich weiß ja nicht, wie weit das geht. Da ist er ein bisschen was flinker unterwegs, der kleine Racker. Und Inventory hatten wir nichts drin. Lines hatten wir aber noch. Interact Lines und da hatte ich Miau zu stehen und eben Miof. Sorry, dass ich das hier alles nochmal doppelt mache. Ich hoffe, das haut hin mit dem Rahmen, dass das jetzt hier keine unnötige Arbeit ist, ja. Aber denke mal schon, das sollte schon hinhauen. So, Fraktion, da bist du neutral drinne. Kann so bleiben. Kann ich ja dann eben immer noch hinten bei Global abändern, den Namen. Da werde ich mal so gleich tun. Na, ich werde erstmal gucken, wie das aussieht, der kleine Tod. Der speigt auch umher und hat trotzdem diesen Rahmen. Warum? Bestimmt, weil ein Ocelot ist, oder wie? Jetzt haben wir 2 Tods, ich muss schnell mal pennen gehen. Boah, der Mond, der steht schon ziemlich hoch. Glück gehabt, dass uns da kein Monster aufgelauert hat, da draußen. Mal gucken, wie das aussieht. Ob hier schon irgendwas rumfackelt? Ja, da hinten, da rennt er schon. Ein Scherge. Der womöglich unseren Acker da auch noch abfackelt, oder was? Mal gucken, ob der das Schwert fallen lässt. Oh, komm vor, komm vor. Oh, dann ging er bestimmt down dahinter am Baum. Wie die da oben rumhängen, ne? Mit der Kapuze. Ah, jetzt ist er down gegangen dahinter. Ja, aber das fallen lassen, aber das sehe ich von hier hinten gar nicht. Jetzt habe ich 2 Tods. Hat also nicht sonderlich viel gebracht. Zeig mal hier, kleiner Tod. Oh ja, wir sind ja voll. Wir haben ja noch keinen Hunger. Das lädt sich dann wieder auf. Und ein bisschen kleiner ist er sogar. Vielleicht mache ich den noch eine Stufe kleiner. Du kleiner Tod. Mal gucken. Zack, Enter drücken. Und dann, da drinnen hängt schon der andere. Da ist er. Oh, wie süß, wie putzig, ey. Und flink ist er auch. Flink ist er auch. Dann nehme ich noch einen zweiten. Ich lasse erstmal beide so stehen. Einen großen Tod und einen kleinen Tod. Dann können wir wieder ein bisschen was abstimmen, wie denn der zweite heißen soll. Weil wäre jetzt zu schade, den hier einfach so ja, hops gehen zu lassen, sage ich mal. Da können wir auch gern beide behalten. Denn ich glaube, die NPCs, die rauben nicht so viel Performance. Und wegen Performance, ey, das ist ja eine prima Überleitung. Jetzt komme ich mal zu der Mod, die hinzugekommen ist. Und zwar ist das, ich werde mal hier, oh, jetzt habe ich T gedrückt. Ich wollte eigentlich E drücken für den Schizzy hier. Ich habe hier drinne
die Fairy Light Mods. Fairy Light? Fiery. Natürlich fehlt da noch ein A. Und die habe ich installiert, um das alles eben hier weihnachtlich anzupassen. Das ist eine Mod, in der du Lichterketten erstellen kannst. Ziemlich hübsche sogar, aber die ist sehr performancefressend, so sage ich das mal. Ja, da wäre ich hier nicht viel, also nicht so viel drinne. Ja, aufhängen können in unseren Minecraft-Let's Play, wie ich das hätte selbst gerne wollen, ja. So sage ich das mal. Aber trotzdem, die ein oder andere Lichterkette, die hängen wir uns hier auf. Ein bisschen was weihnachtlicher machen. Hab mir ein bisschen umgeschaut gehabt, wie man das eben noch bewerkstelligen könnte. Zum Beispiel mit, sag mal schnell, da kommen wir aber später zu den Lichterketten. Lass uns mal erstmal Schäfchen-Dingens da hinten fertig machen. Das soll erstmal ausreichen. Ich werde dich mal hier reinstellen, bevor ich das vergesse. Da lass uns mal später zu den Lichterketten kommen. Ich habe mir umgesehen, habe aber noch nichts gefunden für die 112 an Texturpaketen. So, dass wir hier tatsächlich Schnee hätten, dass das Gras einfach bloß durch weiße Schneetexturen, wie da oben sind, halt eben ausgetauscht wird. Hab da echt noch nichts gefunden. Das ist wie, ja, weiß ich nicht. Eine Nadel im Heuhaufen suchen, so sagt das mal. Es gibt, was weiß ich, wie viele Texturenpakete. Du kannst hier draußen Mario Craft zum Beispiel machen, so dass das hier alles nach Mario Welt aussieht oder so. Nach Super Mario Welt. Aber so richtig winterlich wird es hier leider nicht. Ein bisschen was habe ich gefunden. Da muss ich nur austesten, wie das wird, wie das wirkt. Wir können ja dann natürlich im Frühjahr, dann, wenn die Weihnachtszeit rum ist oder die Winterzeit rum ist, dann eben wieder umwechseln in normale hinein. Das ist ja dann kein Thema. Aber ja, da muss ich mal gucken. Vielleicht in der nächsten Aufnahme habe ich da schon was ausgetüftelt, dass das hier ein bisschen was winterlicher aussieht, ein bisschen was festlicher dann eben auch. Gut, so viel dazu. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte noch das Scheiß da weghauen, was ich hier drin habe. Und den Eimer, den habe ich auch immer noch nicht. Stimmt, da waren wir stehen geblieben. Wieder viel zu viel rumgelabert hier. Wie spät ist es denn da schon? 33 Minuten rum? Ja, da ist schon Mitte zweite Folge sogar der Aufnahme. Gut. Guten Eimer, was kann denn noch hier bleiben? Nix, ne? Das sollte auch alles insgesamt komplett ausreichen. Ein bisschen was Eisen wäre nicht verkehrt. Komm mal hier. Das sind wieder 64. Ja, da lasse ich mal euch komplett drin. Nee, sage mal, ich lasse hier 32 drauf liegen auf dem Board noch. Natürlich, ach so, ja, hat er bloß nachgeschoben, das sind tatsächlich 32 und schade, dass wenn du darauf guckst, dass die Weiler unten rechts da in der Ecke nicht anzeigt, wie viel da drauf liegt. Vielleicht mal ducken und Klick machen, dass man das angezeigt bekommt, womöglich. Ach so, das ist oben die Uhr, die läutet schon wieder. Ist jetzt wahrscheinlich Mittagszeit, ne, ja. Sonne steht fast kerzengerade. Von oben nach unten gerichtet, daneben am Himmel. Beziehungsweise da hinten daneben. Geht ja hier einmal rüber. Gut, einmal habe ich immer noch nicht dabei. Ich dumm Dödel. Und ich glaube, die Lichterketten, die fressen auch viel. Viel Eisen. Na, was heißt viel Eisen? Du kannst deine Lichterkette so lang ziehen, wie du möchtest, glaube. So lang ziehen, wie du möchtest. Und da ist das dann schon eher wenig. Also immer zwei Klötzchen pro Kette, möchte meinen. Hier müsstest du irgendwo drinne sein, ne? Oder habe ich dich unten gelassen? Da ist Lava-Eimer noch. Ich war mir ziemlich sicher, den hätte ich hier oben drinne gelassen. Muss aber doch unten sein, in der Küchenkiste womöglich. Oder gar hier? Nee, da ist keiner. Da ist er. Dann basteln wir uns zuerst mal einen Brunnen draußen damit. Ja, das kann hier auch mal hergestellt werden. Und ich hole mir mal den dicken Dschungelbaum auch runter. Für ein bisschen was Holz da hinten noch. Für... Na, obwohl, das brauche ich dafür jetzt gar nicht. Noch gar nicht. Der Junglewood, das sollte so mit den Steinen und den dunklen Holz dann eben schon ausreichen. Nehme ich mal an. So, wir holen uns mal ein bisschen was Wasser. Da kann ich ja die beiden Löcher hier ruhig mal so tun,
Das sah hier schön aus dort auf dem Äckerli. Und einen Brunnen bastelst du. Ich hoffe, das funktioniert auch immer noch so. Bastelst du wie folgt. Du machst hier, schüttest hier mit Wasser auf. Hebst zuallererst mal, ja, drei, kannst auch mehr machen, glaube ich, vier oder so, aber Minimum drei Fältchen so in einer Reihe aus und machst, schüttest Wasser links und rechts drauf, sodass dort keine Strömung entsteht. Ist dort keine Strömung drin, so wie hier der Fall ist, wenn ich jetzt loslasse, dass er sich dann eben nicht mehr bewegt, dann kannst du aus der Mitte eben immer endlos Wasser erhalten. Ansonsten, glaube ich, hier außen funktioniert das nicht. Nee, dann ist wieder Strömung. Ja, da habe ich schon Probleme, nach rechts rüber zu kommen. Und wenn ich loslasse, dann zieht es mir nach links. Da musst du ja eben immer aus der Mitte rausnehmen, sodass beide Teile, die du reingesetzt hast, in der Mitte dann eben sich neutralisieren. Immer wieder. Gut, so viel dazu. Wasser brauche ich ja jetzt hier erstmal nicht. Groß. Da kann ich dir auch wieder ausschütten da drinne. Denn wir machen mal erstmal den Zaun hier dichte. Würde vorschlagen. Und dann ist das gut. Dann ist das gut. So, hier hinten kommt eh dicht der Acker. Da könnte ich hier eigentlich auch noch. Na, obwohl. Doch, das würde sogar gehen. Dass wir uns den Weg hier sparen und dann die Lines so lang ziehen. Also so von hier nach dort dann eben. Anstatt hier jetzt von links nach rechts gesehen. Das würde sogar funktionieren. Ach, hier brauche ich doch nicht, oder? Geht das mit einem Spaten-Dings hier wieder? Nee, brauche ich aber echt nicht. Das ist Blödsinn, was ich hier schon wieder anstelle. Und ich krieg's nie so richtig gebacken, ja? Auf dem Acker. Weil da reicht ja die Ho dann eben aus. Die Ho, Ho, Ho. Ach nee. Da brauche ich ja wieder extra Wasser für, stimmt. Weil das hier in der Mitte ja dann nicht in Verbindung kommt mit den beiden Wasserlöchelchen. Das ist ja schon extra so gebastelt. Wie mache ich denn das am besten? Ja, irgendwo ein Wasserloch einfach bloß machen, ne? Irgendwo bloß ein Wasserlöchelchen machen, hier vielleicht. Und dann Blättchen rauf und dann kriegen wir das da auch dichte. Ja. Würde sagen, das machen wir so. So. Oder rein. Eimerchen habe ich ja da. Schon wieder finster, ey. Wie schnell das geht. So, war das im Genauen? Da vorne war das im Genauen. So, Wasser rauf. Dann können wir hier sagen, mit der Ho. Hier, mach mal Chlor, wie Klos Brü. So, und dann bewege ich mal hier weiter. Denn das wird hier hinten dichter, denn hier kommt ja dann das Schäfchengehege, so sagt das mal direkte Mann hinten ran. So habe ich mir das vorgestellt. Eben. Zack, 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 zack. So. Prima. Na, schon wieder Penzzeit, ey. Wie schnell geht das? Du bist mal hier kräftig am Basteln, am Rumhorsten. Und schon wird das wieder finster, ja. Warum da Minecraft noch nicht selbst dran gedacht hat, irgendwie an Festivitäten oder so wie Ostern, ob Ostern so bekannt ist wie Weihnachten, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube mal, wird in Amerika nicht groß gefeiert, na, das weiß ich eben gar nicht genau, ob die das genauso groß, na, was heißt groß feiern? Bei uns, da wird es ja auch nicht so groß gefeiert, denke mal, nehme mal an, wie Weihnachten oder so. Weihnachten ist eh so ein Religionsding, genauso wie Ostern. Aber das kann schon möglich sein, dass die mit Ostern in Amerika da nicht viel am Hut haben, ja. So, hier muss ich aber rausschaufeln. Weil das kriegen wir nicht rückgängig gemacht. Und da ist die erste Schaufel hin. Da muss ich mir mal neue Thorsten. Und hier hinten dann natürlich noch ein paar Weiden aufstellen. Dass das ein bisschen was hübscher wird. So. Wie viele Spitzhacken habe ich? Noch eine einzige? Und warum zwei Schwerter? Bringen wir auch zwei hier schon mal. Na, was heißt schon mal? Ich denke mal,
Die werde ich hier jetzt in den 3 Stunden eh nicht abnutzen. Aber für später, dann ist das ja nie verkehrt, die dann immer dabei zu haben. Die Dingsies.